Gibt es Grenzen des Wachstums? Antikapitalisten scheint es völlig logisch, dass eine Wirtschaft nicht unbegrenzt wachsen kann. Irgendwann sind alle Ressourcen ausgegraben und verarbeitet. Daher glauben sie, es müssten künstliche Regeln geschaffen werden, um das Wachstum einzudämmen. Aber was genau ist denn Wachstum? Auf einem freien Markt werden nicht beliebig mehr Güter hergestellt. Irgendwann ist die Nachfrage gesättigt und die Anbieter müssen sich etwas Neues einfallen lassen. Es gibt ja auch kein Ende von Mode. Nachfrage verändert sich permanent und wenn ein neueres, verbessertes Produkt am Markt ist, ersetzt es das alte Produkt, welches wiederum abgebaut und recycelt wird. Diesen Prozess nennt Josef Schumpeter die schöpferische Zerstörung und das ist eine der Kernfaktoren jeder Wirtschaft. Es braucht keine übergeordnete Zentralplanungsinstanz, die vorschreibt, wer, wann, wo, wie, was zu produzieren hat. Die Nachfrager bestimmen das völlig von selbst und wenn die Anbieter nicht auf sie hören, gehen sie pleite, weil sie versuchen, etwas zu verkaufen, was niemand mehr will. Wir haben nur diesen einen Planeten, in verschiedenen Ausführungen, ist die wahnwitzige Forderung nach einer Regierung, die Ressourcen zuteilt, statt Angebot und Nachfrage und damit jedem einzelnen Menschen für sich regeln zu lassen, ausgehend von einer völlig verrückten Weltuntergangssekte. Die natürlichen Ressourcen des Planeten sind ein Kreislauf und allein wie oft das Ende der Ölversorgung vorhergesagt wurde und nicht eingetreten ist, sollte jedem deutlich vor Augen führen, dass die Menschheit alles andere als am Ende ist. Statisch betrachtet gibt es ein Ende des quantitativen Wachstums einer bestimmten Produktart, wenn man alle anderen Einflussfaktoren gleichzeitig vernachlässigt. Aber unter Berücksichtigung sämtlicher Faktoren gibt es ewiges Wachstum, was nichts anderes bedeutet als irgendwie wird es schon weitergehen.